For all nations. Some people have to learn. Some people wait to turn. Hallo, mein Name ist Christian Tietz. Ich gebe den Workshop heute in Mülheim in der Altstadt-Tanzschule und ich wünsche euch einfach viel Spaß. Guckt zu und ciao. Mein Name ist Christian Tietz, ich bin 24. Wie ich zum Tanzen gekommen bin, ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach in eine Tanzschule gegangen, da war ein Lehrer, damals noch vom Pumping Express. Da habe ich angefangen und seitdem habe ich das einfach konsequent durchgezogen, bis heute. I might be too strung out on compliments, overdosed on confidence, started not to give a fuck and stop fearing the consequence, drinking every night. Jeder entwickelt so irgendwann nach Jahren seinen eigenen Stil, aber man entwickelt sich immer weiter, deshalb kann man sich nie festlegen. I'm back, I'd agree with that, I just take my time with all this shit, I still believe in that, I had someone tell me I fell off, ooh I needed that, and they wanna see me pick back up, well where'd I leave it at, I know I exaggerated things, now I got it like that, tuck my napkin in my shirt. Ich mache meine Choreos, also, ja, schwer zu sagen. Das ist lustig, meine Choreos entstehen meistens auf der Arbeit. Ich arbeite und nebenbei höre ich zum Beispiel ein Lied und da kommen schon die Ideen. Von daher, also das ist immer spontan. Ich glaube, man kann sich nie festlegen. Wenn was kommt, dann ist es da. Also wenn man jetzt dich bei der Arbeit besuchen würde, würde man dich jetzt überall rumtanzen? Ja, ihr mich schon, aber wenn mein Chef mich sieht, dann, aber ja, meistens. Ja. Track was inevitable, I am hetero, baby, you better know JB is generally just a T, look at me, no, I said look at me. Also ich glaube, am besten ist immer, wenn man das bisschen locker angeht, man sollte schon darauf achten, dass es nicht so ausartet, dass jeder macht, was er will. Aber trotzdem sollten die Kleinen doch gerade Spaß daran haben und deswegen einfach versuchen, dem was beizubringen, ne? Ja. I'm on my cool J, yellow Lamborghini, yellow Davis.